Ich bin wieder mal unterwegs für den DFB-Pokal Walk of Fame und heute besuche ich Thomas Radelspeck. Er war 1994 der gefeierte Held, als die Bayern-Amateure den damals amtierenden Pokalsieger Werder Bremen ausschalteten. 19 Jahre nach diesem Spiel ist seine Heldentat für ihn nur noch Geschichte. Von wegen Wehmut, Thomas Radelspeck schaut kaum mehr zurück. Eigentlich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Manchmal sieht man es im Fernsehen wieder so Ausschnitte und dann kommen vielleicht wieder zufällig so Ausschnitte und dann wird man wieder daran erinnert, aber so direkt denkt man eigentlich, glaube ich, nicht mehr dran. In aller Bescheidenheit, das war damals schon eine große Geschichte, die Thomas Radelspeck mit den Bayern-Amateuren geschrieben hat. Und auch wenn er nicht mehr oft zurückdenkt, er erinnert sich noch genau. Das war dann irgendwie, glaube ich, so ein Abpraller vom Olli Reck. Da konnte er den nicht festhalten, dann bin ich irgendwie nachgelaufen und hab das dann reingemacht. Nein, das war ein bisschen Glück, auch ein bisschen spekuliert. Aber so ein Riesentorjäger war ich auch damals nicht. Das war eigentlich ein Glück, dass ich damals am richtigen Fleck war. Nein, wie gesagt, wir haben gekämpft und waren eigentlich immer, wie soll ich sagen, ja, motiviert waren wir, jung waren wir, gelaufen sind wir. Das war super. Eine Riesenerleichterung war das damals. Das war ja Wahnsinn. Ich wusste eigentlich gar nicht, wie das Ding da reinging damals. Das war eigentlich irgendwie zur Seite und geschossen und dann trudelte der rein. Und das war dann schon Freude pur, sag ich jetzt mal. Der einzige Wermutstropfen, den Radelspeck aus der Vergangenheit mitgenommen hat, er hat eben nichts mitgenommen. Kein Andenken vor lauter Jubel. Na, da habe ich leider nichts, nee. Also so ein Trikot hätte ich schon gern irgendwie von Bremen gehabt, aber irgendwie glaube ich, das war in dem ganzen Trubel, haben wir das irgendwie vergessen. Nun steht er noch einmal im Mittelpunkt, weil er mit anderen Pokalhelden der Geschichte verewigt wird. Besser gesagt, seine Fußabdrücke. Für Radelspeck eine Ehre. Erstens einmal war ich total überrascht, weil ich denke, es gibt ja so viele, die da irgendwie im Pokal was irgendwas Außergewöhnliches irgendwie gemacht haben. Nein, ich bin eigentlich schon sehr stolz drauf, muss ich sagen. Und dennoch bleibt er bodenständig und bescheiden. Na, das war ein schönes Erlebnis, das war eine schöne Zeit. Aber wie jede Zeit, die ist einmal vorbei. Und dann muss man eben mal schauen. Die eine Tür ist zugegangen, die andere ist aufgegangen. So sehe ich das jetzt mal. Ja. Mittlerweile ist Familienvater Radelspeck Physiotherapeut. Und neben seinen Erinnerungen an seine Heldengeschichte bleiben ihm ab sofort auch seine Spuren im DFB-Pokal Walk of Fame.